Ich habe hier verschiedene Ensembles. Ich habe einen großen Chor, das ist der Ammergauer Motettenchor, das sind ungefähr 70 Leute. Ich habe ein Orchester, ich habe einen Jugendchor, da machen wir Jazz und Pop, Rockmusik. Ich habe Kinderchöre, ein Schwerpunkt ist auf alle Fälle Theatermusik. Und ja, also die Vielfalt ist das, was mir Spaß macht. Die Passionsspiele hier in Oberammergau sind natürlich schon was Besonderes. Und dann eben als Dirigent die Passionsspiele dirigieren zu dürfen, die Leitung zu haben, das ist schon eine große Ehre. Also wenn dann Premiere ist und du weißt, hinter dir sitzen 5000 Leute, das ist schon ein ganz irres Gefühl. Ich habe relativ viel in München auch am Theater vom Christian Stückel gemacht, zuerst bei den Kammerspielen und dann am Volkstheater. Musik ist etwas, was das Leben enorm bereichert. Und zwar nicht nur einfach, weil sie schön ist, sondern weil sie in die tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins kriecht. Ein guter Musikpädagoge holt die Leute da ab, wo sie sind. Ist einer, der zunächst mal sehr viel Geduld hat, der genau hinschaut, sich selbst nicht in Szene setzt. In einem weiteren Schritt muss er aber auch einer sein, der fordert und der sagt, das Arbeiten, das sich in etwas verbeißen, kann Spaß machen. Auch politisch bin ich tätig geworden. Wir haben Wahlkampf gemacht mit der Prämisse, dass die Kulturarbeit wirklich vorangetrieben werden muss. Wir haben mittlerweile so eine Art System, dass wir von klein auf die Leute mitnehmen und immer wieder Anlässe auch schaffen, wo sie sich beweisen können. Und dass man alle 10 Jahre hier auf der Passionsbühne stehen kann. Also die Leute kommen einfach gern. Also Musik muss etwas sein, was einen ganzheitlich in Anspruch nimmt. Dann macht sie Sinn, dann profitiert man auch davon. An meiner Arbeit liebe ich, dass ich mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun habe. Mit ganz Jungen, mit ganz Alten. Von allen zu profitieren, auf menschlicher Seite. Und natürlich liebe ich es, mit den Leuten mich auf den Weg zu begeben, um ein Ziel zu erreichen. Es gibt noch ein paar sehr exquisite Geschichten, die ich gern noch verwirklichen will. Dazu gehört beispielsweise mal so ein richtig schönes Renaissance-Konzert. Dann möchte ich noch ein Konzert mit meiner Frau machen, die eine super Sängerin ist und wo ich das Programm ganz extra auf sie zuschneiden würde. Musik machen ist eines der schönsten Dinge. Ich glaube, wenn Leute ihr Instrument gefunden haben und entdecken, ich habe zu dem Instrument eine Beziehung, da wächst etwas in mir. Wenn ich das schaffe, bei der einen oder beim anderen, dann bin ich schon ganz glücklich.